Grüß euch Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Nein, es ist kein Clickbait. Ich habe wirklich mit meiner Ethereum Liquidity Mining Position in den letzten Wochen bzw. 160 Tagen 20.000 Dollar minus gemacht. Wie das Ganze jetzt aussieht, welche Renditen ich persönlich gerade abfarme, wie gut die Performance gegenüber Bitcoin in diesem Zeitraum war, sehen wir uns in diesem Video an und wie viel Rendite wir bis Ende des Jahres etwa erwirtschaften können. Wir vergleichen auch verschiedene Strategien, ob sich das Hodeln von Bitcoin, ob sich das Hodeln von Ethereum mehr gelohnt hätte oder ob wir mit dieser Strategie tatsächlich auf einem guten Weg sind, weil eines kann ich schon mal verraten, dieses hohe Minus in diesem ganzen Konstrukt ist nur deswegen, weil der Spotpreis von Ethereum von 2.100 Dollar in diesem Zeitraum auf 1.570 Dollar gedroppt ist. Das ist auch schon der große Grund, warum diese Minuszahl so groß scheint. Und ich persönlich sehe das wie alle Altcoins im Bärenmarkt oder generell auch wie beim Bitcoin im Bärenmarkt. Da hat man mal Verluste hinzunehmen. Das sind im Endeffekt auch nur unrealisierte Verluste, die man aktuell hodelt. Und wichtig dabei ist die Rendite und der Zeitpunkt, wo man dann wieder verkauft bzw. auch in Bitcoin zurückgeht. Alles der Reihe nach. Ich habe euch hier ein paar Grafiken zusammengestellt, wie sich meine Position in den letzten 160 Tagen verhalten hat, wie ich das ein bisschen herumprobiert habe, gute und sichere Rendite zu farmen, die gesamten Kosten, Gebühren, Exchange Fees aufgestellt, die gesamten Renditen und eingesammelten Gebühren aus Real Yield beim konzentrierten Liquidity Mining zusammengefasst und dann auch berechnet, okay, wie sieht das jetzt aus? War das Ganze besser als die ein oder andere Strategie oder muss ich hier ein paar Änderungen vornehmen? Und wir sehen uns einfach mal die grobe Übersicht an, bevor wir in die Endauswertung der Zahlen kommen. Ihr wisst es ja, ich habe mit ein paar Videos, hier könnt ihr die Thumbnails sehen, ich verlinke sie gerne hier von Anfang an, einen Ethereum-Trade gewagt. Ich wollte Bitcoin in Ethereum tauschen, weil ich im Bullrun, und der ist jetzt noch nicht genauso präzise eingetroffen, aber er wird früher oder später irgendwann mal kommen, gehe ich davon aus, dass Ethereum definitiv eine stärkere Performance als der Bitcoin hinlegen wird. Weil Ethereum vor allem eins bietet, und zwar Yield, Rendite, Rewards, die mit Glück oder auf die Dauer hinweg eine bessere Performance des reinen Halten des Assets bieten und durch verschiedene DeFi-Anwendungen auch noch Möglichkeiten bestehen, diese Yield etwas zu optimieren. Der Ethereum-Bitcoin-Preis hat sich etwas verändert seit diesen 160 Tagen. Fast punktgenau hier bei diesem blauen Fleck bin ich in Ethereum gegangen. Über 2 Bitcoin an Wert hat das Ganze damals gehabt. Bei 0,0635 Bitcoin pro Ethereum habe ich den Tausch gewagt. Jetzt sind wir leicht runtergegangen, knappe 5% underperformed und wir sehen uns einfach mal die ganzen Auswertungen an. So hat das Ganze einmal ausgesehen, bevor wir in die reine Zahlenauswertung gehen. Ich habe mit 34,68 Ethereum begonnen, diese gestaked, um noch diese 3-4% Lido APR mitzunehmen. Das ist im Endeffekt gerade etwas niedriger angezeigt. Im Schnitt sind es 3-5%, die man hier bekommt. Und ich habe mir auf diese Ethereum einen Kredit genommen auf Aave. 35.000 Dollar waren die erste Kreditnahme und insgesamt mit Gas Fees von 100 Dollar auf Ethereum bin ich dann sehr schnell auf Aave drum gegangen und habe dann einerseits meine Liquidity Mining Position angefangen mit 22.000 Dollar und einem Ethereum und das Ganze hat sich so verhalten oder sollte sich so verhalten, dass ich in diesem Zeitraum, wo Ethereum noch etwas höher war, ganz knapp an der oberen Grenze des Kurses meine Range habe und nach unten weit Platz, sprich von 2.100 Dollar Kursrange bis 1.650 Dollar wird mein Geld, wird meine Ethereum-Position auf der Uniswap-Plattform für Liquidity Mining verwendet, sprich dort die Tauschgebühren und Co. in dieser Price Range wird mein Kapital verwendet und ich partizipiere dabei mit. Dort bin ich allerdings nur mit einem Teil dieses Geldes reingegangen und habe aber auch noch mit Stablecoins eine Position eröffnen wollen. Dort waren allerdings auf der Plattform Grizzlyfy die APRs, APYs, falsch angegeben und natürlich von Anfang 90% auf Stablecoins sind wir innerhalb von ein, zwei Tagen Anzeigeberichtigung, möchte ich das nennen, weil Kapital ist dort keines dazu gekommen, auf
1% APR gegangen und das hatte dann etwas von einem gebührenfressenden Loch gemacht. Ich habe gebridged, ich habe Coins geswappt, ich habe USDC, USDT innerhalb von einigen Tagen 2-3 Mal exchangen müssen. Dann bin ich in den USDT Frax Pool hineingegangen. Dort habe ich dann auch ordentlich Fees gelassen. Und beim Auflösen dieser Position, als ich diese Frax Stablecoins verkaufen wollte in USDT, war leider sogar noch ein Impermanent Loss von $70 auf Stablecoins mit drin. Also insgesamt hat mich dieser kurze Versuch, ohne wirkliche Rendite zu machen, $100 knapp an Fees gekostet. Das ist ziemlich lästig. Wer sich will, kann sich hier diese verschiedenen Wege ansehen. Ist für mich nur eine reine Skizze. Ich habe mir das ja in einer Excel-Tabelle immer wieder mitgeschrieben. Alle Kosten, alle Datumsangaben, jeder Transaction-Hash für verschiedene Transaktionen ist hier bei mir mit drinnen, ist jetzt aber für das Video weniger relevant. Nach wenigen Wochen habe ich mich dann dazu entschlossen, ein paar Änderungen zu machen. Einerseits das Liquidity Pair, welches ich USDC mit Ethereum im Liquidity Mining gehabt habe, habe ich geändert auf USDT. Dort hast du auch in dieser Rechenberechnungsseite Poolfish XYZ auch gesehen, okay, die Fees mit US-Dollar, mit USDT sind etwas höher. Dort holst du dir bis zu 20% je nach Tag, je nach Kursen natürlich mit mehr ab. Das wollte ich dann abgreifen und habe dann quasi im Impermanent Loss bereits nicht mehr ein Ethereum und $22.000, sondern 5,5 Ethereum und $13.100. Das Ganze in USDT Ethereum geswappt. Keine großen Kursverluste, keine großen Slippage-Einstellungen, einfach nur einen Bridge, der weniger Gebühren gekostet hat. Das Ganze habe ich zwar auf Ethereum gestartet, bin aber mit den geliehenen Funds auf Arbitrum gebridged, weil ich dort wirklich günstige Gebühren von 20 Cent bis 80 Cent habe. Smart Contracts auch unglaublich günstig. Und das Ganze habe ich dann auch mit meiner zweiten Position geändert. Ich bin damit in eine kleinere zweite Position gegangen, die mir ebenfalls Ethereum USDT mitarbeitet. Die Range hierbei ist von $1,677 bis $1,954 und hier oben ist sie auch von $1,650 bis $2,100 gewesen. Also eigentlich ganz brauchbar, für das das Ethereum zu diesem Tag bei $2,100 war, habe ich etwas Downside mit einberechnet und wir waren auch eine ziemlich lange Zeit in dieser Range, dass wir das einfach mal kurz eingezeichnet haben. Und zwar Range Nummer 1 war hier um den Dreh herum bei $2,100 und der Boden meiner Range war bei $1,650. Dabei hatten wir einige wenige Stunden bisher unter der Range und eben hier seit Anfang September sind wir tatsächlich darunter gegangen. Und ich sitze dann im Endeffekt auf dem Impermanent Loss fest, habe nur noch Ethereum, die natürlich hier im Wert sinken können und keine Stablecoins mehr. Umgekehrt ist der Impermanent Loss dann auch so, dass wenn der Kurs sich hier nach oben bewegt, werden hier natürlich wieder Renditen erwirtschaftet für meine Position und meine Ethereum langsam Stück für Stück abverkauft in Stablecoins. Das heißt, hier oben hätte ich nur noch 100% Stablecoins und jetzt hier unten, wo wir gerade sind, bin ich 100% in Ethereum. Das ist natürlich dann nicht so optimal, wenn es nach oben geht. Ich möchte ja auf Ethereum sitzen bleiben. Deswegen ist ja die ganze Struktur so aufgebaut, dass ich hier Ethereum hinterlege und auch die Upside mitnehme. Und wenn es nach unten gehen sollte, ist dann eine Strategie notwendig geworden. Und zwar habe ich etwas Ethereum noch dazu hinterlegt, einfach um meine Position etwas abzusichern. Sollte irgendwann eine Korrektur kommen, möchte ich mehr Kollateral haben, damit ich hier keine Probleme bekomme. Und mein Health Factor bei dieser Position ist 1,73. Das ist absolut in Ordnung. Das ist meiner Meinung nach etwas konservativ aufgestellt immer noch. Und ich habe dann die zweite kleine Position genommen und gesagt, okay, das hat mir jetzt ein paar hundert Dollar Rendite gemacht. Ich möchte aber die Ethereum staken. Ich möchte sie dann weiter zu meinem Kollateral hinterlegen und habe hier quasi noch einmal diese $5,500 in Ethereum on top in meinen Vault gelegt, einfach um meine Position mit Staked Ethereum weiter auszubauen. Jetzt haben wir dann natürlich folgendes Problem. Wir sitzen nur auf Ethereum, wir sind etwas abhängig von den Kursen, aber das Gute ist auch, dieses Verhältnis von Kredit zu hinterlegten Assets haben einen positiven Impact. Und zwar abgerechnet wird natürlich die APY, die ich bei den Staked Ethereum bekomme. Das sind ja aktuell 3,6%
Und wir haben auch eine Borrowing APY, sprich für diesen Kredit zahle ich ja Zins im Jahr. Und aktuell sieht es so aus, wir haben mehr als das Doppelte hinterlegt für 3,6% Rendite und wir haben Kosten, die 7,8%, das ist auch nicht genau, das schwankt eher so zwischen, wo haben wir das aufgeschrieben, das schwankt immer so zwischen 3,7, 3,5, 3,7, 4% herum und das wirklich über den Zeitraum der letzten 4 Monate. Ausschwankungen nach oben sind je nach Bedarf immer wieder für ein paar Tage, für ein paar Stunden mit drinnen, aber hat jetzt weniger großen Impact nach oben. Abgerechnet ist jetzt folgendermaßen worden. Ich habe eingezahlt 34,88 Ethereum und 2,11 Ethereum nochmal nachgelegt. Diese haben jetzt einen aktuellen Wert von $58.974 und am 16.04. war der Dollarwert bei $77.863. Also hier genau der Verlust von $20.000 vom Halten her. Das ist grundsätzlich, hätte ich nur Ethereum gehalten, hätte ich mit diesen nichts gemacht. Und das muss man natürlich auch noch gegen Bitcoin rechnen, weil auch Bitcoin halten hätte in dieser Zeit Verluste gebracht. Wir sehen am 16.04. wären diese $77.800 2,57 Bitcoin wert gewesen. Diese haben aber aktuell auch nur einen Wert von $68.300. Sprich, wir wären hier auch mit $10.500 im Minus bei Bitcoin, bei reinem Bitcoin halten. Und Ethereum hat dann nochmal $9.500 schlechter performt. Das sieht jetzt natürlich grundsätzlich schlimm aus. Ist aber nicht unbedingt tragisch, das ist Bärenmarkt, es ist die Zeit, wo man vielleicht mal auch die Verluste hinnehmen muss und ich persönlich habe ja auch nicht vor, jetzt hier unten die Position aufzulösen und Minus zu realisieren, das ist halt wirklich die Range, wo ich mir gedacht habe, kann der Preis auf jeden Fall eine lange Zeit drin bleiben. Jetzt sind wir etwas darunter gerutscht, man sieht auf dem großen Timeframe, das sind hier wirklich nur minimale Veränderungen, Korrekturen nach unten sind natürlich immer noch möglich, aber jetzt gibt es natürlich eine Möglichkeit und das ist das Nachhebeln bzw. das weitere Absichern des Vaults. Dazu kommen wir aber bei den Änderungen bzw. Überlegungen, die ich mir über diese Struktur gemacht habe, zum Schluss. Wir wollen natürlich noch die Zahlen sehen, die durch die Einnahmen Real Yield passiert sind und auch durch das Staked Ethereum APY und die Borrowing APY. Und insgesamt gab es 4 Harvests, die ich durchgeführt habe. Ein einziges Mal ging das Geld wieder in die Position rein, ein quasi Reinvestment, hat sich aber natürlich für mich nicht als sinnvoll ergeben, meine Rewards zu reinvestieren, weil natürlich einerseits darauf Steuern fließen und das zweite ist, wenn ich sie in eine Liquidity Mining Position gebe, habe ich bei einem Kursanstieg die Upside von Ethereum nur innerhalb meiner Range mitgenommen. Danach bin ich ja quasi in Stablecoins ausgezahlt und ich will natürlich das Geld nehmen und in Kryptowährungen investieren, damit die Upside nach oben existiert. Und 2 kleine Harvests gab es natürlich auch wegen der zweiten Liquidity Mining Position, die schon etwas früher in den vollen Impermanent Loss gegangen ist und jetzt als meine Staked Ethereum dort liegen. Also in Summe haben wir Rewards von $2,441 Real Yield gemacht. Das ist eigentlich ganz brauchbar. Dementsprechend gerade schade, dass meine Range nicht mehr so drinnen ist. Und was macht man dann natürlich? Man macht Rendite mit dem Staked Ethereum. Ich werde mir auch noch überlegen, ab wie viel Zeit oder ab wann ich sage, okay, ich möchte diese Ethereum oder diese Position auflösen und die Staked Ethereum hinterlegen, weil die APY von Staked Ethereum mit 3,6% eigentlich gegen den Kredit auch schon eine ganz brauchbare Summe macht. Denn nur durch die Staked Ethereum APY im Vault, die quasi dort liegen, anstatt von Ethereum liegen ja Staked Ethereum dort, habe ich in diesem Zeitraum 0,65 Ethereum erwirtschaftet. Das sind $1,036 Gegenwert. Ist natürlich immer variierend, kann sinken, kann weiter steigen. Ist auf jeden Fall bei meiner Habenseite dazugekommen und bei meiner Schuldseite gibt es ja auch die APY. Und um diese genauer zu berechnen, habe ich das immer mitgeschrieben, wie viel Schulden zu welchem Tag des Monats dort stehen. Und insgesamt sind unsere Zinsen für diesen $30.000 Kredit bei $646 gewesen. Die Gebühren, die ich insgesamt bezahlt habe über Ethereum und Arbitrum sind $525. Leider ist da natürlich auch mit reingezählt diese $100 absolut umsonst, aber muss man natürlich auch mitrechnen und somit haben wir Netto Rewards vor der Steuer von gesamt $2,930. Und das ist quasi, was wir aufgeholt haben im Gegensatz nur zum Halten, nur zum Ethereum halten. Ich muss dazu sagen, mich hat es etwas gewundert oder
es ist schon wild zu sehen, dass man mit diesen reinen Staked Ethereum halten auch so gute Performance gemacht hat. Und wenn natürlich die Liquidity Mining Position nicht in der Range drinnen ist, dann ist es gar nicht mal so viel besser, so ein Konstrukt aufzubauen, Liquidity Mining zu betreiben und dann natürlich auch noch das Smart Contract Risiko hinzunehmen, muss man sich echt überlegen, weil das, was ich auch machen hätte können von Anfang an, ist einfach zu sagen, okay, ich lege jetzt hier meine 37 Ethereum hinein, Staked Ethereum, leihe mir einfach hier die Dollar aus und kaufe mir damit Ethereum, stake diese wieder, hinterlege sie und dann kannst du eben einen Hebel aufbauen auf dein Ethereum, einen Staking Reward quasi erhöhen von den ganz normalen 3,6%. Das erhöhst du dann immer mit deinem Hebel mit und machst dann eigentlich auch okay gute Rendite. Es wird halt spannend zu beobachten, wie sich diese Positionen verhalten, wie sich der Ethereum-Kurs verhält und sollte es irgendwie mal stärker nach unten gehen, dann bin ich auch fast gezwungen, meine Position hier auf Aave zu erhöhen. Das würde ich natürlich zuerst mit diesem Betrag an Ethereum machen, diese 13,46 Ethereum würde ich dann hier auf die Supply-Side hinzugeben in Staked Ethereum. Und dann habe ich hier natürlich einen wunderbaren Health-Factor, da wird dann nicht viel passieren. Das ist jetzt wirklich ein Großteil oder einer der größten Teile meiner Altcoins. Ich bin natürlich in X Altcoins auch noch mit kleinen Beträgen investiert, aber das hier ist wirklich einer meiner größeren Altcoin-Positionen, die ich hier für das aktive Harvesten verwende, wo es wirklich nur darum geht, Yield zu generieren. Ich muss dazu sagen, es ist okay, mich wundert diese Abrechnung jetzt nicht, es ist jetzt nichts unglaublich Spektakuläres, es sollte aber auch eine Risk-Off-Anlage sein, die natürlich innerhalb vom Kryptomarkt, innerhalb des Bärenmarktes, innerhalb der Altcoin-Abteilung schon mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Ich würde das aber eher so mit einer 5 von 10 bewerten, wenn Bitcoin kaufen und halten so die 1 von 10 Risikobewertung hätte, ist das definitiv schon bei einer 5 von 10 und 10 von 10 wäre jetzt zum Beispiel Altcoins, irgendwelche Altcoins kaufen oder Hebeltrading nur zum Vergleich. Also ich gehe hier wirklich schon von einer mittleren Risikoeinstufung ein, vor allem weil es eben dezentral, DeFi, Hacks können immer passieren und zweitens eben, weil ich ja auch eine Art Hebel aufbaue auf meine Ethereum, dort habe ich aber natürlich auch noch genügend Zeit, genügend Funktionen vor einer Liquidation, die richtigen Transaktionen zu machen, um mein Kapital abzusichern. Es ist auf jeden Fall mal spannend zu sehen, wir haben hier mit einem Betrag von jetzt noch knapp 58.000 Dollar, 3.455 Dollar in nicht mal einem halben Jahr erledigt. Wir haben also in diesen 160 Tagen, fast einem halben Jahr, knappe 6% Rendite gemacht und man könnte das auf 12% Rendite hochrechnen pro Jahr. Dazu ist natürlich nötig, dass die Liquidity Mining Position wieder ins Arbeiten kommt und natürlich die Lido Staked APR nicht zu stark nach unten geht. Wir sehen es ja, die Ethereum, die Staked Ethereum gehen immer nach oben, mittlerweile schon über 29 Millionen Stück. Von allen 120 Millionen im Umlauf befindenden Ethereum sind im Staking Contract. Es kann natürlich noch etwas runtergehen, aber ich denke vor allem eins, in den Bullrun hinein oder auch in den nächsten Wochen, Monaten dieses Jahr wird sich der Preis vielleicht noch in meine Range reinbewegen, das wäre natürlich unglaublich produktiv. Dann hätte man hier vielleicht noch die Chance, vielleicht auf 15% pro Jahr zu kommen. Ob das Ganze das Risiko wert ist, muss man sich selber überlegen. Ich würde das eher vielleicht mal nach einem Jahr nochmal abrechnen, wirklich sehen, was ist rausgekommen. Das ist hier wirklich zu 100% das, was ich erhalte. Von diesen Netto-Rewards, die du ja als Rendite bekommst, fallen natürlich auch noch Steuern an. Dazu muss ich sagen, okay, wir haben hier zwar 646 Dollar, die wir gegenrechnen können, aber wir haben keine Rechnung. Ich habe so die Transaction Hashes von Etherscan, von ArbScan und Co. Aber eine wirkliche Rechnung von Aave, okay, du hast 646 Dollar Zinsen, die habe ich nicht für die Buchhaltung. Deswegen wird es ein bisschen lästig, aber es ist ja grundsätzlich auch bezahlt. Es ist auf der Blockchain nachvollziehbar und keine Tragik. Es ist nur etwas lästig. Ich habe dann auch von einem Teil dieses Geldes einen kleinen Repay noch gemacht, um meine Schuldseite etwas zu minimieren, weil ich nicht den Bedarf habe jetzt, nur weil die Stable Mining Position nicht mehr
funktioniert oder nicht rentabel ist, trotzdem den ganzen Betrag des Kredites weiterhin in Altcoin Liquidity Mining investiere. Summa summarum bin ich zwar zufrieden, aber ich habe schon von einigen von euch da draußen Tipps bekommen bezüglich zum Beispiel Liquidity-Hebeln, anderen dezentralen Möglichkeiten, dass ich meine Staked Ethereum einfach heble, kostengünstig oder gebührengünstig das Ganze funktionieren könnte. Nach einem Jahr werde ich das mal grundsätzlich gegenrechnen, schauen, welche Strategie wäre hier noch gut gewesen. Ich bin hier mal mit diesen 12% und wenn es nur 10% im Jahr werden, in Ordnung, bin ich absolut zufrieden. Es geht ja die Rendite um Ethereum hier und wenn das Ganze einfach mal ein paar Wochen, ein paar Monate einen Kursdreher macht und wirklich anzieht, dann sehen die Zahlen hier wirklich auch ganz, ganz anders aus. Vor allem schade, dass wir Bitcoin nicht outperformen konnten. Wir haben jetzt quasi immer noch einen Impermanent Loss von knapp $6,500 auf diesem Betrag gesehen. Das geht besser, aber das kannst du natürlich nie wissen. Zum Beispiel Wrapped Bitcoin als Kollateral hinterlegen und dann diese ganzen Liquidity-Mining-Positionen machen, ist eine Möglichkeit. Oder eben nur Staked Ethereum loopen. Zu diesen ganzen Strategien wäre natürlich deine Meinung wichtig. Wir haben eine Umfrage gemacht. Jeder fünfte hat scheinbar von euch auch Vaults offen, Liquidity-Mining, Staked Ethereum loopen, was auch immer. Das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, was dort eure Erfolge sind, wenn ihr das buchhalterisch dokumentiert, was ihr bisher so an Rendite gemacht habt, hochgerechnet auf ein Jahr jetzt grob bei mir. 12% wird sich natürlich dann noch genau herausstellen. Könnt ihr das gerne mit reinschreiben, auch welche Plattformen ihr nutzt. Natürlich lade ich wie immer in die Telegram-Gruppe mit ein, über genau dieses Thema zu diskutieren. Vielleicht habt ihr Ergebnisse, die ihr auch anonym teilen könnt. Vielleicht habt ihr aber auch Tipps, Tricks oder Sachen, die ihr nicht empfehlen wollt. Für alle, die sich im DeFi-Space hierzu austauschen wollen, gerne. Der Link in der Telegram-Gruppe ist natürlich für alle kostenlos nutzbar. Dann sehen und hören wir uns auf jeden Fall dort. Es hat mich gefreut, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Teile auf jeden Fall gerne dieses Video mit anderen Leuten, die über DeFi-Strukturen passiv irgendwelche Yields abfarmen. Und natürlich freue ich mich über einen Daumen nach oben. Dann sehen wir uns, dann hören wir uns. Ich wünsche euch wie immer was. Ciao, ciao.